Mit einem dramatischen Einsatz beginnt die Spätschicht für Tom Meyer und Stefan Sendera. Vor ihren Augen wird eine Frau auf die Ladefläche eines Transporters gezerrt. Halt die Polizei! Stehen bleiben! Raus mit dir! Raus mit dir! Auf den Boden! Auf den Boden! Ich hab ihn. Okay. Okay. Komm, auf den Boden, auf den Bauch, auf den Bauch, auf den Bauch. Wir kommen sofort zu Ihnen. Nach dem Entführungsversuch steht die Frau völlig unter Schock. Die Beamten wollen ermitteln, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt, die der Auslöser für die Tat sein könnte. Sag mal bitte, was hier passiert ist. Ich weiß es nicht. Der wollte mich ins Auto ziehen. Ich weiß nicht, warum. Ich kenne den nicht. Er wollte sie entführen quasi, ja? Ja. Pass auf, wir rufen jetzt mal, weil sie sind auch verletzt worden. Er hat sie vorher wahrscheinlich geschlagen. Ja. Sind sie hier lang gegangen oder hat er sie aus einer Wohnung geholt? Das ist oder? Mein Café. Das ist ihr Café? Ich habe abgeschlossen und dann stand er hier. Hat er sie irgendwie rausgelockt? Nein, der war plötzlich da. Okay. Der Täter zeigt sich extrem unkooperativ und verweigert jede Aussage. Noch ahnen Stefan Sendera und Tom Meyer nicht, was der Mann tatsächlich mit seinem Opfer vorhatte. So, okay. Personalien haben wir. Schreib die Personalien schon mal auf. Stefan, ich bringe ihn zu der Verstärkung in den Einsatzstreifenwagen. Okay. Alles klar. So, mit. Junge, ich sag's dir, ne? Wenn du nicht das machst, was wir dir sagen. Kommst du alleine klar? Ja. Okay. So, also nochmal, ich will mich auch nochmal vorstellen, Sendera mein Name. Wir wollten ja eben Kaffee trinken kommen, weil ich einen Zufall haben, sie echt Glück gehabt, dass wir gerade hier sind. Ne? Also ich möchte jetzt echt nicht wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn wir jetzt nicht auf der Bildfläche erschienen wären. Der Herr, der Sie hier in seinen Lieferwagen zerren wollte, heißt Manuel Hartwig. Sagt Ihnen da der Name vielleicht irgendwas? Nee, gar nicht. Sagt Ihnen gar nichts? Nein, gar nicht. Er hat jetzt auch gar keine Angaben irgendwie zu irgendwas gemacht. Glaube ich auch nicht, so wie der drauf ist, dass er uns gegenüber irgendwas sagt. Haben Sie eine Vermutung, warum? Nein, gar nichts. Er sie hier wegzahlen wollte? Haben Sie momentan irgendwie Feind oder irgendjemand, der Ihnen ans Leder will? Nein. Fällt Ihnen auch nichts Nein, ein? Nein, überhaupt nichts. Ich habe das Café hier. Ja. Aber die sind alle nett. Ich bin alle nett zu Ihnen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand wäre. Okay, gut. Ich würde trotzdem aber gerne ein Rettungsteam. Brauche ich wirklich nicht. Ist alles gut. Also Sie bluten ziemlich stark aus der Nase. Bei der Durchsuchung des Fluchtfahrzeugs stellen die Beamten alle Utensilien für eine Entführung sicher. Den entscheidenden Hinweis findet Tom Meyer in der Fahrerkabine. Ja, für uns ist natürlich auch das Fahrzeug eine Art Tatort. Ich schaue mir jetzt hier etwas an, ob ich irgendwelche weiteren Spuren oder Hinweise auf den möglichen Tathergang bzw. auf den Täter finde. Zum Beispiel Navigationsgerät. Im Navigationsgeräten sind oft die letzten Ziele eingespeichert. Hey, heißt Tom Tom. Wie du? Hast du es erfunden? Nein, die Schweizer. Also hier ist die letzte Adresse, ist die Rodenkirchner Straße, das Industriegebiet. Weißt du, das Industriegebiet. Ja. Hat er sich noch irgendwie geäußert, ob er noch andere Beteiligte? Das erspare ich dir lieber. Also er hat sich nur negativ gegen die Polizei geäußert. Okay. Fangen wir die Adresse mal an. Rodenkirchner Straße, Industriegebiet. Das sind doch in der letzten Zeit auch sehr viele Straftaten verübt worden. Richtig heißes Pflaster. Dann würde ich sagen, fangen wir die Adresse, die er angegeben hat, mal an. Vielleicht warten da schon Hintermänner auf ihn. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir dann noch mindestens ein zweites Einsatzmittel. Ja, alles klar. Bevor die Beamten das berüchtigte Industriegebiet anfahren, müssen sie sich um den Verbleib des Opfers kümmern. Die junge Frau hat sich jedoch offensichtlich wieder beruhigt. Geht's denn jetzt ein bisschen besser? Ja. Ja? Okay. Personalien habe ich ja aufgenommen von Ihnen. Wenn Sie mir sagen, Sie sind jetzt soweit okay, ja, hier kommen jetzt auch gleich noch Kollegen von der Spurensicherung. Die haben vielleicht auch noch ein paar Fragen. Wenn Sie so freundlich sind und so lange noch mal in Ihr Café gehen und sich bereithalten, ja? Die Kollegen, die kommen dann zu Ihnen rein. Wäre das okay? Ja, ist okay. Gut, machen wir das so. Dankeschön. Okay, tschüss. Bis später. Tschüss. Also was uns in der Rodenkirchner Straße erwarten wird, das kann ich momentan noch nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Überraschungsmoment auf unserer Seite ist. Und das werden wir auch ausnutzen.
Das verlassene Industriegelände dient als Umschlagplatz für Drogen und Waffen. Die Beamten sind gespannt, ob sie hier auf die Hintermänner treffen. Allerdings interessiert das auch eine weitere Person. Was wollen Sie denn jetzt hier? Ich möchte gerne wissen, wer dahinter steckt, wenn mir das antut. Ja, aber das ist doch eine polizeiliche Ermittlungsarbeit. Darum kümmern wir uns. Ja, bringt ihr sie mal bitte zu ihrem Auto. Und danach würde ich sagen, wir gehen jetzt hier vorne rein, dass ihr irgendwie hinten absichert. Ja, falls da noch andere Personen sind, ja. Okay. Genau. Also die besagte Adresse ist hier vorne. Die ganze Vorgeschichte habt ihr schon mitbekommen, ne, vom Arnold. Ja. Okay, wir gehen dann rein. Ihr sichert von außen ab. Okay. Bitte, dass die Dame nicht reingeht, ne? Ja, klar. Die Beamten wollen verhindern, dass die Frau den geplanten Zugriff behindert und alle in Gefahr bringt. In einer Lagerhalle entdecken Stefan Sindera und Tom Meyer einen Verdächtigen. Eine Person. Ist auch maskiert. Hast du gesehen? Hab ich gesehen. Also, pass auf. Wir können jetzt schnell in einem durchrennen. Dann haben wir ihn sofort. Ich weiß jetzt nicht, ob der bewaffnet ist, aber du musst ja berechnen, vorhin. Der hatte auch eine Schusswaffe hinten auf der Ladefläche. Das heißt, ich gehe davon aus, der ist bewaffnet. Lass uns langsam anpirschen, wenn er umgedreht ist. Okay. Okay, bist du soweit? Kannst du mir deine Handschelle geben? Von mir! Bleiben Sie! Komm. Nimm die. Hast du keine andere? Hol den ganzen Griff. Hast du noch mal deine Handschelle? Ich hab. Noch immer ist völlig unklar, in welcher Verbindung Opfer und Täter zueinander stehen. Dann entdecken die Beamten potenzielle Folterinstrumente. Guck dir die ganzen Gerätschaften hier an. Was sollte das werden? Die Folterfestspiele von Köln oder was? Was? Folterfestspiele? Hä? Ja, ich mach Origami! Das frage ich Sie ja. Origami, Junge! Origami, ja, da wären Sie noch besser hingegangen heute Nachmittag. Was ist das? Kennen Sie einen gewissen Herr Hartwig? Noch nie was von gehört, wer soll das sein? Noch nie? Wie heißen Sie? Das weiß ich nicht. Ja, warten Sie. Sie sind verpflichtet, das zu sagen. Wenn Sie das nicht tun, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Sie sind ein Straf. Sie sind möglicherweise ein Straftatverdächtiger und somit sind Sie verpflichtet, Ihren Namen zu nennen. Ja, dafür habe ich einen Ausweis. Kannst ja drauf gucken. Ja, mal wo ist der Ausweis? Rechte Innentasche vorne. Ja, Sie sind nicht innen drauf. Sind Sie der Burkhard Markowski? Kann das sein? Könnte sein. Ja, könnte sein. Ja, das ist jetzt kein Fragespiel, ne? Das war eine Aufforderung auf eine ehrliche Antwort. Echt. Weil die Frau Wiesmann. Die kenne ich. Ja, ich bin das. Und? Was ist mit Sie sind die Frau Wiesmann. Das soll das Ding endlich unterschreiben? Hallo. Ist gut. Also die Frau Wiesmann, hier steht Mieterin. Das heißt, die hat eine Immobilie, deren Vermieter Sie sind. Ist das richtig? Hallo. Wo gedacht wird, können auch Antworten gegeben werden. Ja, und? Sie denken ja, sind doch ein Denker. Da ist mein Ausweis nicht drin, der ist vorne in der Innentasche. Ja, in der Tasche. Gut, jetzt sagen Sie mir mal. Also, was haben Sie denn vermietet? Haben Sie da zufällig das Café da vermietet? Ja, habe ich. Und? Und betreff Kündigung meines Mietvertrags. Ja, du soll ausziehen. Was ist denn dabei? Kann es sein, dass Sie diesem Auszug, den Sie ihr ans Herz legen, ein bisschen Nachdruck verleihen wollten, indem Sie sie entführen lassen wollten? Nicht, dass ich wüsste. Das wissen Sie nicht? Nö. Sie tragen die gleiche Sturmmaske wie ein gewisser Herr Hartwig. Hat der ich kenne keinen Hartwig, habe ich eben schon mal gesagt. Wenn der Herr Hartwig Sie kennt? Ich wüsste nicht, dass ich ihn kenne. Also ist bei Ihnen im Kopf irgendwie eine Kiste Popcorn explodiert oder was? Das wenn Sie das so meinen? Auf so eine Idee zu kommen, die Frau zu entführen? Ich habe keine Frau entführt. Ich bin die ganze Zeit hier, seit Stunden. Und Sie laufen hier mit Sturmmaske rum. Sie haben doch hier jetzt auf den Herrn Hartwig gewartet. Ich kenne keinen Herrn Hartwig. Aber wir können das Spiel noch, weiß ich nicht, stundenlang treiben. Wir werden Sie jetzt mit zur Wache nehmen. Können Sie es da den Kollegen erzählen? Ja, dann nehmen Sie mich nur zur Wache. Nun steht fest, der Verdächtige wollte die Kaffeebesitzerin zu einer Unterschrift des mysteriösen Dokumentes zwingen. Mit allen Mitteln. Was ich mich jetzt allerdings frage, was hatten Sie denn hier mit ihr vor, wenn sie irgendwann hier ist? Hey, Sie, gucken Sie mal um, das ist eine Werkstatt. Ich hab einen Hammer hier. Das ist eine Werkstatt? Ja klar, das ist zum Auto anlachen.
Elektroschocker. Das ist ein Anlasser. Elektroschocker. Ich habe keine Batterie. Nimm ich das Kabel und gut ist. Folterinstrumente. Hier. Mann, eine Schere ist ein Folterinstrument. Ja, ich glaube, für das, was Sie hier vorhatten, ja. Was sollte das alles? Ich glaube, wir wissen alle, was hier los ist. Ne? Wir brauchen nicht auch drüber lange zu reden, weil das ist mir einfach zu einfach, das Gespräch. Wir holen jetzt die Frau Wiesmann und dann schauen wir mal, ob Sie sich kennen. Ja. Ob Sie das auch... Kommen Sie her, Frau Wiesmann. Pass auf, Herr Markowski, für uns ist die Sache klar. Ich belehre Sie jetzt, dass Sie nichts weiter sind Straftatverdächtiger, wie der Kollege gerade schon gesagt hat. Das heißt, Sie brauchen nichts weiter zur Sache sagen, ja? Okay. Haben Sie verstanden? Frau Wiesmann, kennen Sie den Mann? Willst du hier? Du skrupelloses Schwein! Das ist mein Vermieter. Das ist Ihr Vermieter, also ja. Sie kennen sich? Ja. Okay. Wussten Sie oder hat der Andeutungen gemacht, dass Sie ausziehen sollen? Ja, der hat mir Geld geboten, dass ich aus dem Café ausziehe. Ja, und ich bist du? Seiner, nein, also war die Sache doch gut. Ich habe bei seiner Tante angemietet und habe einen Gewerbemietvertrag auf 10 Jahre. Ja. Und dann hat er mir Geld angeboten, um mich rauszuholen, hat die Miete erhöht, aber ja. Wie viele Jahre haben Sie noch dann? Noch 5. Noch 5. Okay, das war's schon. Mich hat nur interessiert, ob Sie sich auch kennen. Gehen Sie bitte wieder in Ihr Auto, ich komme gleich zu Ihnen, ja? Also ich kann Ihnen sagen, wo Sie demnächst einziehen, nämlich hinter Schloss und Riegel. Das haben Sie doch gar nicht zu bestimmen, das hat der Richter zu bestimmen. Sie kennen sich sehr gut, Sie kennen sich sehr gut. Er hat gelernt. Ja, er kennt sich sehr gut aus im deutschen Rechtssystem. Ja. Das ist richtig, wir sind quasi nur die Überbringer der freudigen Botschaft. Wir sind die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft. Dann danke ich Ihnen für diese freudige Nachricht und dann sehen wir das weiter so. Und wenn Sie so gut gelernt haben, dann wissen Sie auch, was Ihnen demnächst blüht und wie viele Jahre Sie bekommen können. Ich bin kein Richter und kein Anwalt, das sehen wir dann alles vor Gericht. Genau. Sie sind erstmal ein Straftatverdächtiger, ne? Wir können auch ein bisschen Jurastudium hier unterwegs betreiben, ist kein Problem. Ja, ich sehe alles gut. Okay, nehmt ihr dann mit? Wir bleiben erstmal vor Ort, ja? Alles klar. Danke, ihr Lieben, ne? Ciao. Hier haben wir nochmal die Kündigung dieses Mietvertrags. Er selber hatte wohl vor, da ein Rockcafé zu installieren und dann selber Betreiber zu sein. Katastrophe, die Wahl der Möglichkeiten, wie er sie da raushaben wollte, mit einer Entführung, mit einer Freiheitsberaubung. Also ich glaube, da hat er nicht drüber nachgedacht.